Sie sehen hier im Hofgartensaal die diesjährige Ausstellung des Berufsverbandes Bildender Künstler Allgäu-Schwaben Süd. Mein Name ist Karin Haslinger. Ich bin freischaffende Künstlerin, seit 2010 Vorsitzende des Verbandes und ich kuratiere diese jährliche Kunstschau im Herbst. Hier im Hofgartensaal ist die Stirnwand im Rahmen dieser Ausstellung mit einer kleinen Einzelpräsentation des diesjährigen Kollegenpreisträgers B.J. Keller gestaltet. Wirken seine Werke auch gelegentlich wie Abbildungen von Wirklichkeit, so ist doch zu betonen, dass ausnahmslos alle Darstellungen sehr persönliche Interpretationen des Künstlers sind und nie die Realität, sondern seine eigene Sicht auf die Dinge widerspiegeln. Es freut mich sehr, dass ich in diesem Jahr dem geschätzten Kollegen B.J. Keller den Kollegenpreis überreichen darf. Er engagierte sich viele Jahre im Vorstand des BBK, nahm aktiv mit seinen Werken an zahlreichen Kunstprojekten teil und gestaltet seit langer Zeit unsere Einladungen und Plakate. Heute lebt und arbeitet er als freischaffender Künstler und Kunstbuchhersteller in Riesen am Lech. Im Namen des Berufsverbandes Bildender Künstler gratuliere ich dem geschätzten Kollegen B.J. Keller sehr zum verdienten Kollegenpreis 2021, den ich nun überreichen darf. Herr Keller, herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Preis sehr verdient. Wir freuen uns, Ihnen diesen Preis heute überreichen zu dürfen. Vielen Dank, Karin. Ich bin ganz berührt und ganz verlegen. Dankeschön. Es ist ja ein interdisziplinäres Kunstprojekt, was Sie da gerade machen. Und es beinhaltet Video, Foto, Texte. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Also das war im Juli 2019, da hat mir eine sehr gute Freundin, die Jennifer, darauf hingewiesen, dass es in diesem Nachrichtendienst WhatsApp, den wir heutzutage alle kennen, eine Statusfunktion gibt. Und diese Statusfunktion, dort kann man also Bilder, Texte, Links und auch Videos einstellen. Und der Clou an diesem Status ist der, dass diese ganzen Sachen, die man einstellt, nach 24 Stunden wieder komplett gelöscht werden. Sehr geehrte Damen, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, sehr geehrte Frau Dr. Haslinger, sehr geehrte Mitglieder des BBKs, liebe Menschen, Frauen und Männer, die Sie sich hier versammelt haben und auf den Weg gemacht haben, um Kunst zu entdecken, zu genießen, ein herzliches Willkommen. Genießen Sie die Ausstellung und ich gebe das Wort weiter an die Frau Dr. Haslinger. Vielen Dank. Ich begrüße Sie alle nochmal sehr herzlich. Im Namen der Künstlerinnen und Künstler danke ich Ihnen, Frau Erna Katrin Groll, der dritten Bürgermeisterin von Kempten, sehr herzlich für Ihr Grußwort und für Ihre Unterstützung. Die Unterstützung der Stadt Kempten, die wir seit vielen Jahren genießen können. Ich sehe auch einen Herrn Netzer, der hat uns auch lange Jahre bestens begleitet und unterstützt in unseren Aktivitäten. Und dafür danke ich der Stadt Kempten sehr herzlich und auch dem Kulturamt, das ja unser unmittelbarer Ansprechpartner ist. Viele Menschen und nicht nur die Künstler haben unser reges Ausstellungswesen sehr vermisst. Der Mensch lebt eben nicht nur vom Brot allein, man braucht auch Nahrung für den Geist, die Sinne, die Emotionen. Die Welt hat im Prinzip zwei Zugänge. Das intuitive, sinnliche Verstehen, das machen die Kultur, Literatur, Musik, bildende Kunst. Und das rationale, kognitive Verstehen, das macht die Wissenschaft. Wenn nun das ästhetische Ereignis, das ästhetische Erlebnis wegfällt, fehlt uns ein wesentlicher Teil unserer existenziellen Bedürfnisse. Ja, das war's von meiner Seite. Nun wünsche ich allen einen schönen Vernissageabend, einen schönen Kunstgenuss und vielleicht auch das eine oder andere gute Gespräch. Vielen Dank.
Mhm.